Wir alle kennen die vielen Geschichten und Berichte über das Leben von David. Meistens schon in der Kinderstunde erzählt bekommen, die großen Siege, die großen Feldzüge, die großen Dinge, die David errungen hat. Dann später vielleicht in unserem Glaubensleben, wo wir viel auch an Tiefe gewonnen haben aus diesen Berichten, die wir in der Bibel gelesen haben. Vielleicht hast du auch schon oft in den Psalmen gelesen, wo dir einfach diese Kraft und diese Zuversicht und diese Stärke und Ermutigung aus diesen Worten, aus diesen Gebeten und diesen Liedern von David geholfen hat. Die erste Berufung von David war, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Das bewegt mich immer ganz, ganz besonders, weil das wünsche ich mir auch, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. David war der König, der von Gott berufen und gesalbt wurde. David war der Liederdichter, der die Gebete aufgeschrieben hat, der einfach uns etwas geschenkt hat, überliefert hat, heute noch zu lesen, was uns weiterhelfen kann. David war der Mann, der Gott ein Haus bauen wollte. Er wollte, dass den ganzen Tag Lobpreis zu Gott aufsteigen konnte. David hat ganz, ganz viele Sachen mit Gott erlebt und auch berichtet die Bibel davon, wie er in vielen bedrängten Situationen war. Und da gibt es eine Bibelstelle, die mich immer auch ganz besonders anspricht. Da heißt es, in Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. David erlebte Situationen, die ihn wirklich festgehalten hatten, wo er nicht so schnell einen Ausweg sah. Aber er konnte sich in einem ganz tiefen Vertrauen auf seinen Gott verlassen, dass Gott einen Ausweg schaffen würde. In den Bedrängnissen, in diesen Nöten, in den Situationen, in denen er drin steckte, wusste er und hat es erfahren, dass Gott immer wieder Raum gemacht hat, dass es da wieder eine Öffnung gab, eine offene Tür, durch die er gehen konnte, eine Lösung, etwas, was ihm Sieg gebracht hat. Das ist das, was ich dir heute auch zusprechen möchte, wenn du dich bedrängt fühlst, wenn da Dinge sind, die vielleicht nicht so einfach zu lösen sind. Heute möchte der Herr in deinem Leben, in deiner Situation, die für dich so bedrängend ist, Raum machen. Er möchte eine Tür aufstoßen, ein Fenster aufstoßen, dass du Licht in dieser Situation siehst. Etwas, was dir wieder neue Zuversicht und Hoffnung schafft. Weisheit will er dir geben, dass du durch diese Situation als Sieger herausgehen kannst. Er möchte dir einfach sein Wort schenken, was dich aufbaut und ermutigt. Er möchte dir Heilung zuströmen lassen in deinen Leib, damit du aufstehen kannst in Stärke. Er möchte dir Ideen, Weisheit, göttliche Momente, einfach alles, was du brauchst, damit du Raum hast in diesen Situationen, das möchte er dir alles schenken. Gerade jetzt spreche ich dir zu, dass Gott Raum in deiner Bedrängnis macht. Und ich weiß, dass Gott gerade in diesem Gebiet, gerade in dieser Frage, gerade in diesen Situationen, gerade darin, wenn du ihn heute erfährst, als den, der Raum macht, dass du weißt, Gott hat mehr für mich.